Theorie und Praxis zu verbinden, ist für Lehrende oft eine Herausforderung. Daher hat KST Moschkau im März 2024 in Kooperation mit dem GSO-Berufskolleg und der TH Köln Auszubildende und Studierende in das Innovation Center eingeladen. In einem zweitägigen Workshop wurde ihnen der IP-basierte Studio-Workflow und damit verbundene Technologien und Softwarelösungen in 4 Lernblöcken vorgestellt. Ich bin die Vanessa Peduto. Ich mache meine Ausbildung als Mediengestalterin für Bild und Ton bei Warner Brothers in Köln-Nippes, genau. Und ich finde es voll cool, dass wir hier die Möglichkeit haben, zu diesem Workshop zu kommen, weil einfach das, wie weiter sich das alles entwickelt hat, ist echt spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall noch auf die restliche Zeit, die wir hier noch verbringen werden. Ich heiße Firas, bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Tunesien und studiere Medientechnologie an der TH Köln. Ich finde es sehr interessant, alles, was wir bisher gemacht haben und gelernt haben. Vor allem für mich war es besonders interessant, die automatisierte Regie, die wir gestern besucht haben, auch weil ich beim WDR arbeite, auch in der Regie. Und ich musste die ganze Zeit vergleichen zwischen der klassischen Regie und die automatisierte. Die Teilnehmenden haben vollen Einsatz gezeigt und das Gelernte nicht nur wissbegierig mitgeschrieben, sondern auch vor dem Plenum noch einmal zusammengefasst. Ganz im Sinne einer Lehrveranstaltung. Ich bin Anne Meerspeitz. Ich studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation an der HMKW Köln. Und ich mache das als duales Studium, also mache ich dazu dann noch die Ausbildung als Mediengestalterin Bild und Ton. Ich finde es sehr interessant, wie das alles so automatisiert ist, im Gegensatz zu, wie wir jetzt auf der Arbeit arbeiten. Also das ist ein krasser Kontrast. Ich bin der Tobias, ich bin 21 Jahre alt und studiere gerade an der TH Köln Medientechnologie. Ich finde das Event eigentlich sehr spannend, weil es greift gerade die Themen an, die wir in der Vorlesung kurz angerissen hatten, die auch prinzipiell die größere Relevanz haben für die Zukunft und für heute, sag ich mal, weil wir ja hier zumindest die aktuellsten Themenbereiche und Anwendungen kennengelernt haben. Und so kann man meines Erachtens ganz gut so dieses total Theoretische aus den Vorlesungen mit so praktischen Geräten und Einsatzzwecke gut verknüpfen und so sozusagen sich nochmal selber zu stärken, okay, das interessiert einen. Sich weiterzubilden und Theoretisches praktisch umzusetzen, ist Teil eines jeden Berufes. Aber in technischen Bereichen, wie in der Mediengestaltung, ist es eine Grundvoraussetzung, allein schon aufgrund des technologischen Fortschritts. Nicht zuletzt deshalb hat KST mit dem Innovationscenter eine einzigartige Forschungs- und Entwicklungsumgebung geschaffen, die Kunden, Herstellern und jetzt auch Auszubildenden und Studierenden zugutekommt.